Was geht? Joking Ace ist wieder hier. Willkommen zu einer neuen Episode von Ein Warzone Noob wird in Warzone von Warzone gemobbt. In der 80s Edition. Und ja, die neue Map ist ja die letzten Tage rausgekommen. Ich weiß, ich bin etwas spät. Liegt einfach nur daran, dass auch noch zwei neue Waffen hinzugekommen sind, die ich aufleveln wollte. Und ja, die K31, ich habe immer noch Albträume von der. Das war wirklich so ein kleines Trauma, was ich da erleben musste. Ist aber auch gar nicht Thema, das ist Stoff für ein anderes Video. Ja, die neue Warzone-App ist rausgekommen und ich wollte die einfach mal im Battle Royale ausprobieren, weil ich habe die eigentlich noch nie im Battle Royale gespielt. Ich habe da nur Plunder gespielt, um die neuen Waffen auszutesten. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Gehen wir rein, ich tue es mir an. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und ja, bis gleich. Tja! Ich muss sagen, es fängt schon gut an. Erst kippe ich aus Versehen Wasser auf meine Tastatur und muss die ganze Geschichte aufräumen. Ehrlich. Ich hoffe, dass das Ding da hinten noch lebt. Ich lasse das jetzt mal ein paar Tage trocknen. Muss halt jetzt meine Reservetastatur verwenden, was nicht so schlimm ist. Das ist eine K70, damit kann man arbeiten. Und weil das noch nicht reicht, join ich in eine Lobby rein, hab auf einmal einen 500er Ping, mein Router stürzt ab, ich darf den Router nochmal neu starten. Also, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr ja schon... Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich springen soll, ich springe jetzt einfach mal da ab und guck, was da so geht. Ich hoffe nicht direkt umgebracht zu werden und ich weiß, dass da noch einer ist. Wo? Wo ist der Typ? Cool, ich mag den Gulag nicht. Junge! Junge! Stopp doch endlich, Alter! Junge, ich komm nicht mal mehr weg! Junge, warum? Warum komm ich nicht weg? Meine Steuerung umgestellt. Ich wechsle jetzt die Waffe nur noch per Seitentaste von der Maus. Es ist mir irgendwie in letzter Zeit zu oft vorgekommen, dass ich aus Versehen das Mausrad bewegt habe und dann einfach die Waffe gewechselt habe und dann, ja. Noch einer. Wow, danke. Welche physikalischen Kräfte, wo so ich hier in der Warzone aktiv sind, und er holt sein Loadout perfekt. Nice. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Er stirbt nicht. Warum stirbt der Typ nicht?
Woher? Er stirbt nicht. Der dachte sich, nö, ich bin zu cool dafür. Dann halt so, Alter. Ich hab grad einen Winner gespielt, aber OBS hat sich gedacht, nö. OBS hat die Audio von meinem Mikrofon nicht aufgenommen und deswegen habe ich jetzt nur noch ein Gameplay ohne Ton von mir. Ich lasse das einfach mal im Hintergrund laufen und nutze parallel dazu die Gelegenheit, einfach mal ein bisschen so meine Meinung zur neuen Verdansk-Map und allgemein Season 3 kundzutun und... Ach egal, ihr wisst, was ich meine. Also fangen wir mal mit dem Elefanten im Raum an, die neue Map. Es ist keine neue Map, es ist immer noch Verdansk, aber ein besseres Verdansk. Die Farben. Es gab im alten Verdansk wirklich teilweise so Gegenden, wo du gefühlt einfach das Gefühl hattest, es ist ein scheiß Schwarz-Weiß-Film. Cool, du hast die Gegner kaum von den Büschen erkannt. Nee, kaum unterscheiden können, wenn die etwas dunkler oder etwas grauer unterwegs waren teilweise. Also, das finde ich schon deutlich besser. Und klar, wenn man die Nvidia-Filter hat, kann man auch diesen etwas harten Blaustich rausholen, aber... Ja, selbst mit dem Blaustich ist das, finde ich, immer noch eine Verbesserung im Vergleich zum alten Verdansk. Was mir dann auch noch sehr gut gefällt ist, die Map ist nicht mehr so camperfreundlich. Also, ja, es gibt immer noch Möglichkeiten zu campen, wie halt in jedem Battle Royale, aber es ist nicht mehr so einfach. Beziehungsweise, man kann jetzt auch Camper umgehen, weil irgendwelche Leitern hinzugefügt worden sind. Man kann einfach Camper auch pushen, weil zum Beispiel die Belichtung nicht mehr so dunkel ist. Also klar, es gibt noch ein paar Ecken im Roll, die komplett dunkel sind, wo man mit einem Rollskin immer noch krass campen kann. Aber ja, es ist besser als vorhin. Ich meine, im Gameplay habt ihr auch wahrscheinlich gesehen schon, dass ich den Typen gerade so noch gesehen habe. Das nächste ist, dass es auch irgendwie sich einfach nur noch flüssiger spielt. Also, beziehungsweise auch besser spielt. Also, man hat auch Gegenden angepasst. Der Superstore ist ja geblieben, aber das Dach haben sie verändert. Davor war es ja so, dass man auf diesem Dach so, keine Ahnung, wie man das nennt, so Glaspyramiden hat, so, ich weiß nicht, also kleine Dächer aus Glas. Und das hat dann einfach die Folge gehabt, du bist gesprungen, bist zur Waffe gesprintet und bist direkt da hochgegangen. So schnell wie möglich. Sobald du da den Highground hast, gehört das Dach dir. Und wenn du es halt nicht erreicht hast, kannst du versuchen, noch wegzukommen. Auf jeden Fall, wenn du wegkommst, okay, Glück. Wenn nicht, dann bist du tot. So, sobald der Gegner so ein Glasteil eingenommen hat, ist das Dach verloren. Kannst du weggehen, kannst du sterben. Die zwei Optionen hast du. Das haben die nicht mehr gemacht. Also das Dach ist jetzt gerade. Finde ich gut, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss ja auch ein bisschen die Maps nochmal neu erkunden, weil gefühlt alle Jumpspots von mir sind jetzt weg. Cool. Das Spiel nochmal von vorne lernen und die ganzen Waffenspots und so nochmal lernen. Das Movement etwas optimieren wieder. Geil, das macht wirklich Spaß. Ist auch egal. Tatsächlich, das nächste, was mich sehr freut, ist, die Waffenbalance ist nicht mehr so einseitig. Im Gameplay, was ihr im Hintergrund seht, spiele ich K98, so die Standard-Sniper, im Standard-Setup, mit einer XM4. Ich hoffe, ich habe das in der Beschreibung verlinkt, wie ich sie gekittet habe, falls es jemand interessiert. Die XM4, ich mag die Waffe aus irgendwelchen Gründen. Ich kann nicht sagen, warum ich sie mag, aber ich mag sie. Sie war davor, habe ich sie auch gemocht, aber sie war halt effektiv sinnlos gegen so eine FFR, gegen so eine MacPen, gegen so eine Seikov. So, es hat keinen Sinn gemacht, etwas anderes außer die drei Waffen zu spielen im Nahkampf. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Der Unterschied zwischen Meta und nützlich ist viel kleiner geworden. Man kann auch mit nützlichen Waffen, also Waffen, die gut sind, aber nicht Meta, kann man auch gute Gameplays reißen, was halt davor nicht möglich war, was früher möglich war, so Season 3, 4.
von Modern Warfare, aber dann eine Zeit lang einfach nicht mehr möglich war, was wir jetzt wieder haben, was mich sehr freut. Ja. Was auch natürlich auch dazu beiträgt, dass das Spiel deutlich schneller verläuft, weil jetzt muss ich nicht mehr Angst haben, wenn ich durch ein Feld laufe, innerhalb von 3 Millisekunden zerstört zu werden, vernichtet zu werden. Dafür zu gesorgt, dass jemand anderes dafür sorgt mit seiner M60, dass von mir in ein paar Millisekunden nur noch Asche übrig bleibt. Ja. Finde ich gut. Macht es etwas besser. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen schlecht finde an der dritten Season, ist tatsächlich der Gulag. Ich finde, der Gulag ist zu komplex. Also es ist gut. Also der Gulag soll ja dieses schnelle One-on-One sein. Der Gewinner kommt halt wieder zurück in die Map und das ist halt irgendwie nicht mehr so. Also ich habe schon Clips gesehen von Leuten, die saßen, wurden gekillt von irgendeinem Typen, der sich mit einem Rowskin in irgendeine dunkle Ecke gesetzt hat. So, das könnte teilweise richtig, richtig zu richtig ekelhaften Gulag-Kämpfen führen. Ja. Gut. Also all in all, ich bin zufrieden. Ich find's gut. Die Map ist verbessert worden, die Meta ist viel spielbarer. Cheater habe ich auch kaum welche mehr gesehen, da irgendwie Ravensoft auf die Idee ist, Hardware-Buns zu verwenden und allgemein vorhat, etwas aktiver mit der Community unterwegs zu sein. So. Wisst ihr, ich glaube, das Ganze macht Activision nur, weil sie wissen, da ist Battlefield. Es gibt ja dieses Gerücht, dass im März nächsten Jahres ein Battle Royale rauskommt, der auch Free-to-Play ist. Und man will ja Warzone praktisch vorbereiten, gegen diesen Firestorm, nenne ich es einfach mal, Firestorm 2.0, in den Ring steigen zu können. Weil wenn die jetzt weiter so gemacht hätten, so, ist mir egal, Warzone bringt Kohle, ja, dann wäre Warzone ab dem Moment tot, an dem der neue Battle Royale rauskommt. Wahrscheinlich hat das sehr viel damit zu tun, dass Activision jetzt Druck macht oder sich denkt, verdammte Aktie, nicht, wenn wir jetzt weiter mit der Community so umgehen, dann, ja, dann ist unser Spiel weg. An einem besseren Ort. Friedlich eingeschlafen. Okay, das letzte weniger, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich hoffe, das Gameplay ist vorbei. Schon vorbei. Wenn nicht, dann lasse ich den ganzen Rest noch weiterlaufen und ich verabschiede mich dann. Abonniert den Kanal, lasst ein Like. Wie findet ihr die neue Map? Wie findet ihr die dritte Season? Neue Map. Die dritte Season und ja. Ich laber nur wieder irgendwas. Meine Sätze ergeben keinen Sinn mehr. Abonniert den Kanal, lasst ein Like. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Ja. Bis gleich. Bis. Ciao.